Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und wir werden heute, ja, kurz bevor es jetzt zu Ende geht, nochmal ein paar Kisten aufmachen. Ich habe mir nochmal welche gegönnt, es gehört sich einfach. Und ich werde damit, schätze ich mal, ja, wenn nicht irgendwelche großen Aktionen dazukommen, bis September oder so über die Runden kommen. Ich hoffe, dass ich wirklich so lange über die Runden komme. Gerade von den Premium-Tage habe ich nur 20 noch. Und Gold noch 28.000. Und ja, wir gucken mal, was hier in den Kisten drin ist. Lassen den Zug anrollen. Und dann wird ausgepackt. Freude, Freude, Freude. So, wir haben auch hier wieder 5 Stück immer gleichzeitig aufmachen, damit das Ganze nicht zu ewig dauert. So, 250 Gold, ein Tag. 7 Premium-Tage, nochmal 3 Premium-Tage und nochmal ein Premium-Tag und nochmal 3 Premium-Tage. Okay, hat man einmal ganz kurz anläuten lassen, was man braucht und schon gibt es davon eine ganze Menge. 750 Gold, 250 Gold, 250 Gold, 3 Premium-Tage, der Panzer 38H wird zu Gold gemacht, sind nochmal 1000 Gold. Nächsten 10 Schachteln bitte. Einmal Premium, M3 Lite, nochmal 850 Gold. Ein paar Credits gibt es noch oben drauf und dreimal Premium Tag noch oben drauf. 250 Gold, 250 Gold, die sind ja immer drin, standardmäßig. Einiges an Ressourcen so natürlich und natürlich wieder 7-mal Premium Tag, 8, 9, 12 Premium Tage nochmal oben drauf. Okay. Zu den Weihnachtsschachteln. 5 Stück und weiter geht's. 500 Gold, einmal Premium, zweimal Premium, dreimal Premium-Tage. Garantiertes Fahrzeug erhalten. Also kommt der Panzer, den ich bekomme. Ich vermute mal, das dürfte der BZ sein. So vom Profil her sieht er so aus, oder? Ja, das ist er. Aktuell in aller Munde, weil er extrem stark ist, frontal so gut wie gar nicht zu durchschlagen. Ne, ist der Vipera, Entschuldigung. Es ist der Vipera, selbstverständlich. Habe ich noch nicht, kriege ich. Aha, wird zu Gold gemacht. Und wieder zweimal Premium-Tag. Wunderbar. Den ganzen Garagenerweiterungen kann ich inzwischen meine kleine Luftschiffflotte-Sammlung unterbringen. Bringt absolut nichts, die ganzen Garagenplätze. Eieieiei. Zweimal Premium-Tage und wieder jede Menge Gold. Und die letzten 5 Schachteln. Aus den Weihnachtsschachteln. Und es kommt noch ein Panzer oben drauf, den ich noch nicht hab. Dürften nicht mehr viele sein inzwischen. Mal sehen, wer sich daran traut. Diesmal ist es der BZ. Die sehen sich echt ein bisschen ähnlich, kann das sein? Kam mir gerade schon so vor. Also, damit dürften es alle Panzer gewesen sein, die es zu bekommen gab. 40 Schachteln sind es noch. Ne, wollte ich eigentlich nicht. Die Mondschachteln wollten wir. Wieder 5 Stück und weiter geht's. 3D-Scan. Haufen Maschinengewehre, Raketenwerfer und sonst irgendwas. Für den SDW. Wirkt nicht so extrem überladen wie teilweise andere Panzer. Aber egal, passt schon. So, jede Menge Gold wieder. Nur 2 Premium-Tage diesmal. Da gibt es wieder extra Gold, 1000 Gold für einen Panzer, den ich schon habe. 1250 Gold und natürlich wieder jede Menge Ressourcen. 750 extra Gold, 850 extra Gold und die ganzen Plätze. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Meine Betthöhle ausbauen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ein Tag Premium nur. Okay. Die letzten 20 Schachteln, sogenannte Magie-Schachteln,
Waren es 38 Jahre, 750 Gold. 3 Bremtage, 4. Und ein M3 Lite wird nochmal zu Gold gemacht. Also mit Gold, denke ich mal, dürfte ich auf jeden Fall bis zum Sommer auskommen. Locker. Locker. Genug Geld ausgegeben inzwischen. Es wird mit Sicherheit auch die ein oder andere Aktion von Wargaming kommen, wo man das Gold wieder los wird. Credits auch wieder eine ganze Menge mit dabei. Einen 3D-Skin für den M103, für den M, also STB, für den Stritzi, für den Stritzwagen 103B. Schick, schick, schick. Finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Finde ich gar nicht mal so übel. So, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage Premium-Tage. Und die letzten 5 Schachteln, mal sehen, was da noch kommt. Nochmal ein 3D-Skin. Es dürften dann alle 3D-Skins gewesen sein. Diesmal für den Super Conqueror. Da sind was für Module drauf kommen. Schick sieht aus. Kann man nicht meckern. Nicht im geringsten. Su 222, nochmal 1500 Gold extra. Verstanden. Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Statistik, was ich insgesamt bekommen habe. 36 Fahrzeuge. Davon einmal den Char, den AMBT, den M57 Iron Arnie, SMC, den Vipera, den BZ, Panzerkampfwagen 1 und die Su 222, den Harry Hopkins, Kampfwagen 38A. Und ansonsten Fahrzeuge in Gold umgewandelt 27 Stück. 27.000. 3D-Stile, 5 Stück. Badget, Artillerie für den Minotauro, für den SJWI 103B und den Super Conqueror. Die Miezekatze natürlich habe ich bekommen. 114 Tage Premium insgesamt. 83.000 Gold insgesamt. 12,3 Millionen Credits insgesamt. Und Ressourcen 37.000 insgesamt. Jo. Gehen wir zurück zur Garage und gucken wir mal ganz kurz beim Arnie vorbei. Wir haben genügend Ressourcen, um mal, denke ich, auf den Automaten zu schauen und vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Marke noch zu kaufen. Das tauschen wir gleich mal um. So, nochmal 7 Marken. Die lösen wir noch ein und dann werden wir eine Runde fahren. Und dann habt ihr schon wieder Ruhe vor mir. Zur Miete schätze ich mal. Nochmal 5-mal Miete. Ich kann es bald nicht mehr sehen. Meine Kiste ist nicht überstark. Ich muss die nicht unbedingt haben. Aber das ist absolute Verschwendung von diesen scheiß Marken da. Also wirkliche Verschwendung. Päckchen. Nochmal zur Miete, schätze ich. Ja, fünfmal Miete. Ich werde euch damit noch lange nicht übertrumpfen. Aber wir sind schon nah dran an der Stelle, wo es ja langsam kritisch wird. Damit kann ich eher was anfangen. Der letzte bringt nochmal Credits. Okay. Wir werden es trotzdem mal probieren, wenn die Ressourcen wieder voll sind. Ist er nicht mehr lange hin, wird er bald wieder nachgezogen. Und jo, also 87 Tage Premium, 63.000 Gold. Ich denke mal, dafür komme ich auf jeden Fall eine ganze Zeit lang über die Runden. Und Stufe 10 liegt mir aktuell nicht so, deswegen werde ich auf Stufe 8 unterwegs sein. Mal gucken, mit welchem Panzer wir jetzt gleich fahren werden.
Nehme ich mein Liebling oder nehme ich nicht mein Liebling? Carnarvon. Ich würde sagen, wir nehmen mal meinen kleinen Liebling. Hier ist er auf Rot. Wechseln vorher noch auf den Server. Auf den Server 1 sozusagen. Und stürzen uns sofort live ins Gefecht, ohne hier groß auf Pause zu drücken. Ziehen wir direkt durch. Wird gleich jeder sieht, was im Anschluss dann los ist. Ist so. Wie gesagt, bei uns in Österreich ist Feiertag heute. Die Heiligen Drei Könige. Gehen wir uns von Tür zu Tür, singen und sagen einen Spruch auf, sammeln Geld für die Kirche. Die ist ja so arm. Bin eh nicht so der Kirchenfan, aber das macht es auch nicht besser. So, wir springen ins Gefecht. Vermutlich gegen Zehner. BZ oder so ausprobieren werde ich jetzt nicht. Achter, Siemer, Sechser in einem Gefecht. Begegnungsgefecht. Und wir müssen, dem Gegner hier begegnen. Fahren wir hinten über die Heavy Line. Da ist unter anderem wahrscheinlich der BZ zu finden. Ein Tiger 2 ist da zu finden, schätze ich mal. T150, mal gucken. Die haben einen Aufklärer, der ist auf Stufe, ein SP110 auf Stufe 7. Wir haben ein LTG. Nehmen wir lieber das oder lieber das? Ne, das müsste eigentlich reichen. Eigentlich müsste das hier reichen. Ich werde hinten über die Airbeeline fahren, es geht nicht anders. Ich denke mal, dass ich da alleine bin, aber mit der Wumme kann man sich auch mal gegen ein oder vielleicht sogar zwei Heavys recht gut verteidigen. Weil der halt recht schnell nachlädt. 5,1 Sekunden ist ziemlich flott, hat eine sehr gute DPM. Ist mein absoluter Lieblingspanzer, was Heavys angeht. Nicht nur auf Achtern, sondern von allen Heavys mag ich den eigentlich am liebsten. Starke DPM, hat einen guten gute Gunnipischen. Kanone spielt sie hervorragend. Weil es halt eine kleine Kanone ist, zielt sie relativ schnell ein. LTG, da ist der Pantera. Eine Art hier haben wir dabei. Okay, da haben wir einen T150. Die Pandas da hinten. Er macht keinen anderen auf. Ist ja kein Heavy mehr. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wäre ich gleich von links beschossen, schätze ich mal. Können wir natürlich wunderbar geben ihm eine mit. Ich spiele es natürlich mit Premium-Munition. Echt jetzt? Bin gleich wieder zu, hoffentlich. Da macht mich der da drüben wieder auf. Artillerie müsste mal rausgenommen werden. Wenn irgendjemand Lust hat. Er ist nur zum Spähen da, der T150. Daneben. Und die SU gibt mir 652. Boah. Spielen das hier ganz logisch. HE, keine Ahnung, wie ich auf HE komme. Wahrscheinlich gerade vom Reparieren noch. Gegner ist am Cappen. Zumindest probiert das. Ich komme ja nicht vorwärts. Zumindest nicht effektiv. Drauf. War schon ein High Roll, trotzdem nicht gereicht für einen Kill. Natürlich nicht. Und da holt mich die Arti. Zweimal war sie offen. Trotzdem nimmt sie mich da raus. Das ist interessant. Liegt daran, dass unsere Artillerie katastrophal positioniert ist auf der linken Seite. Hat sich nicht darauf verlassen, dass dann Jackson und sonst irgendwer
Okay, ich kann euch damit leider nicht gehen lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss euch ein bisschen mehr zeigen. Eigentlich mein Liebling. Eigentlich müsste ich mit dem besser umgehen können, aber ich bin hier ein bisschen, ja, drauf reingefallen, dass die Arti da leider gar nichts gezeigt hat. Ich würde sagen, holen wir nochmal einen von den neuen raus. Den Iron Arnie vielleicht. Mit dem lief es bisher immer ganz gut. Das war wirklich eine katastrophale Leistung von mir. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber der wollte nicht so richtig. Okay, reines Achtergefecht. Klingt auch schon ein bisschen fairer. Obwohl es gerade sehr fair war. Ich habe nämlich kein einziger Achter beschossen. Und ich bin trotzdem rausgegangen. Wunderbar. So, aber auf die rechte Seite. Zu Caliban, Renegade, Samoa SM und den anderen Dönsen. Jo. Oder fahre ich für die Medium-Linie? Verteilt ja ordentlich. Aber wir haben eigentlich genügend Hulda und Panzer, die da drüben. Vor allem haben wir ein Heavy mehr. Kann das sein? Ja. Wir haben Heavy mehr, passt. Ich glaube nicht, dass sie auf der Heavy Line mich unbedingt brauchen. Fahre ich hier drüben auf die Medium. Bin eh auf der Medium-Seite eher ein bisschen gespawnt, von daher fahren wir die Medium-Linie an. Keine gute Sichtweite. Aber noch nicht die riesen Crew drauf, das muss man dazu sagen. Kommt erst. Mit der Zeit. Wir haben beschossen vom UDIS, vom WZ. UDIS kommt durch mit Premium-Munition. Okay. UDIS 14.5 übrigens. Nicht der 03er. Da drüben ist jemand offen. Iron Army auf der Gegenseite. So, direkt ins Kettenrad und Schaden gemacht. Kann das jemand ausnutzen? Tatsache. Okay, der ist zerstört. Der hat es zwar sofort repariert, ist allerdings nicht zurückgefahren, sondern weiter nach vorn. Das war quasi dann sein Tod. Aufklärer. Da ist der 14.5. Fährt direkt durch die Mitte. Gib mir meine mit Standardmunition. Bleiben allerdings beim Samoa. Der Samoa gibt uns eine mit. Eine Artillerie bedeutet auch hier wieder, ich bin relativ schnell tot, wenn sie auf die Idee kommt, auf mich zu schießen. Abgeprallt. Beim T-34-3. Okay, mein Weakspot erwischt. Läuft heute richtig, richtig gut, habe ich das Gefühl. 280 Schaden, 830 geblockt. Meine Güte, was ist denn los mit mir? Das gibt's ja nicht, dass ich so schlecht dastehe. Okay, ich probiere es noch einmal, um dann wahrscheinlich noch lächerlicher dazustehen, als ich es jetzt schon tue. Aber das war ja leider nicht vorauszusehen, dass es so schlimm wird. Nehme ich einen, der noch härter ist, oder nehme ich einen, der noch mehr Skill verlangt zum Fahren? Ich glaube, ich werde den Borasken runterfahren. Mal sehen, wie schnell der drauf geht. Um Gottes Willen, ey. Das kann ich euch eigentlich nicht zeigen, sowas. Aber gibt es eben bei mir auch. Stufe 8 wird gefahren, reines Stufe 8 Gefecht. Auch ein Borask im Gegnerteam. Ich habe hier lila Equipment drauf. Viele Premium-Munitionen. Viele, viele Heavys, nur drei Mediums. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf Heavys schießen. Ich werde, glaube ich, eher mit Premium-Munition unterwegs sein. 22.12. Ja, das hilft nichts. Hilft nichts. Muss sein. So, Aufklärer zwei Stück. ELC EW 90 und LP432. Müssten eigentlich davon ihren Job gut machen. Fahren auch gleich in die richtige Richtung. Also im Gegnerteam natürlich.
Wir haben einen HWK12 und einen LP432. Ebenfalls eine recht vernünftige Sichtweite, vor allem mit dem lila Equipment. Ist nichts zu meckern. Okay, hauen wir da hinten lang. Nichts aufgemacht hier. Mediums fahren verdeckt hoch oder bleiben unten? Ich glaube eher, dass die verdeckt hochfahren. Bewegen sich da ganz gut. Da ist der Borask. Fangen wir sich mit Standardmunition an, einfach mal, weil sie es gehört. Trefferchen. Kommt noch jemand dazu? Keiner will. Okay, laden wir gleich nach. Ziehen Sie das hier ein bisschen zurück. Aus der linken Seite bekommt keine Gegenwehr. 1 zu 0 steht's. Ja, wo bist du? Außenposten, Iron Army mal verloren. Unter anderem, weil der Held, Keule des Vertrauens, so früh gestorben ist. Haben sich ja schon ordentlich zurückgezogen. Ich hätte da zwei Schüsschen übrig. Da sehe ich. Macht dabei auf. Ordentlich gefressen. Panzer hält da nichts aus. Warum auch? Gleich mal nachlegen. Und hoffentlich auf der linken Seite da. Schuss drauf. Wenn er nochmal hochfährt, dann ja. Wenn er nochmal hochfährt. So ist raus. Nochmal kriege ich, glaube ich, keine rein da. Nicht nur so ist raus, der Amix ist raus. Hat nix. Offen, Sur ist offen. Am extra noch am Leben. Ich kann nicht so passiv fahren, ist einfach nicht mein Ding. Jetzt warten, bis ich wirklich wieder zu bin. Steht er zumindest nicht mehr. Wir werden das Ganze ein bisschen umfahren, denke ich mal, wenn es noch geht. War. LP432 gibt meine mit. Und damit ist er raus. Ja, wir werden gleich auf Bremen wechseln. Geht nicht anders. Bleibt auch nicht mehr besonders viel übrig. Kommt da hinten jemand raus? Kann ich da hintertückig und hartnäckig jemanden ins Gras beißen lassen? Ein Scout mitten in der Prärie da unten.
nachgeladen ist. Also heute ist nicht mehr Tag, ich werde das wirklich auf den auf das letzte Spiel jetzt begrenzen hier. Nix. Ach, abgeprallt mit Bremen-Munition. Okay. Die ist auf dem Fahrzeug nicht unbedingt stark, muss man so sagen. 12 zu 5. Wieder eine recht eindeutige Angelegenheit. Zumindest bin ich erstmal noch nicht gestorben. Kriegen wir vielleicht noch hin. ELC EW 90 kann mich mit einem Schuss auslöschen. Ich werde mich trotzdem ein bisschen an ihn ranwagen. Rechts lang fahren. Also hier recht gut verschanzt. Ja, da komme ich nicht mehr raus. Fährt oben lang. Kann da gerne probieren dadurch. Immer zum Jagen bin ich dann eher geeignet. Ich bin ein bisschen flotter. Und nur noch zwei leichte Panzer. Für den werde ich nichts mehr abbekommen. Also 1165 Schaden. Ein Kill. Hier nichts mehr geblockt, natürlich. Ist ja klar. Und jetzt ist er gleich weg. Echt jetzt? Den treffe ich noch? Okay, irgendeine Mission noch erfüllt. Das muss reichen. Also, 1435 Schaden gemacht, 732 Schaden aufgeklärt, nichts geblockt. Ich schätze, was dürfte eine Durchschnittswertung von um die 3600 sein. Werden wir gleich mal schauen, wenn das letzte Gefecht zu Ende ist. Wenden wir mal den Bonus an, das ist mein erstes Sieggefecht. Okay, echt? Das habe ich über... Warum nicht? Meine Güte. 130.000 nehmen wir ein. 106.000 bleibt am Ende übrig. Haben wir verstanden. Dürfte ordentlich Silber da sein. Und wir haben eine 4.700 Wertung insgesamt. Zwei Siege aus drei Gefechten. Ist, wie gesagt, nicht unbedingt mein Tag. Oben an der Spitze der VZ-55. Um den werden wir uns als nächstes kümmern. Und dann werden wir versuchen, alle Stufe 1 Panzer zu meistern. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe bekomme. Das ist ja im Punkto mit Gefecht nicht mehr besonders viel zu tun. Da geht es eher um... Okay, wir haben auch einen deutschen Panzer dabei. Der oben an der Spitze ist. Rheinmetall-Panzerwagen, noch interessanter. Noch interessanter, finde ich zumindest. Mhm, mhm. Deswegen war der HWK 12 gerade am Start. Da werden wir auch mal ein Blickchen drauf werfen. Da werden wir auch mal. Den habe ich nämlich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Morgen kümmere ich mich um die ganzen Einsendungen an Replays, die ich hatte für meinen Kanal. Leider reicht die Zeit nicht ganz aus, um da noch um Kisten zu spielen. Ich werde trotzdem mir irgendwas überlegen. Und wenn wir gucken, wie viele Replays insgesamt da sind, ich brauche mindestens 6. Mal schauen. Das soll es wohl gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer. Eure Keule. Macht's gut und ciao.